Genau, das Prinzip müsstest du ja auch kennen. Ausgebrochen. Nicht drauf hüpfen. Denk dran, die rote Beete. Wer springt da Stimmt, herunter? stimmt. Warte mal, wir jagen mal runter. Wer springt da? Aber die sind, glaube ich, schlauer geworden. Achso, du hast keine Verbrennung, deswegen drauf. Ne? So, warte. Mich. Hi und herzlich willkommen zu Tomb Raider mit, nein, nicht mit Indiana Spooky, sondern mit Despro alias Lost in Park alias Andy. Ich erkläre gleich, Hi. genau, hi. Ich erkläre gleich, warum, Leute. Also es in Zukunft wird nicht mehr mit dem Spooky aufgenommen. Also ja, wie erkläre ich das? Das ist aus privaten Gründen, weil das funktioniert nicht mehr und man sollte es dann sein lassen, ne? Aber der Andy ist auch ein ganz lustiger und er schafft das auch ganz gut, denke ich. Verdrückt sich gleich. Nee, der Andy ist auch super. Also, Bitte, bitte peitsch mich nicht schon wieder. Bitte nicht. Doch, nachher im Keller. Gibt's bald Ich deine gehe doch schon Backen. wieder in den Keller. Wie tief soll ich in den Keller Noch gehen? tiefer, und dann kannst du ja mal gucken, was da unten schon ist. Warte, ich komm mal. Wir machen nämlich jetzt erstmal in der ersten Folge ein Bin ich Interview. tief genug? Geht's noch tiefer? Bin ich tief genug? Hallo? Ja, ist tief genug. So, wie du sehen kannst, haben wir hier schon einiges. Die funktionieren nur Ja. meisten davon nicht mehr, weil der Server ist begrenzt auf. Also der nimmt diese Dinger nicht wegen Clocks und alles. Und Ja. dadurch irgendwie funktioniert nicht mal mehr eins. Habe ich schon getestet. Das sind hier so eine, ne, wie du sehen kannst, Kürbis- und Melonenfarmen. Hier Ja, hinter dir. ich weiß schon, was das ist. Im Grunde müsste man das, das ist ja das automatische Genau, das kriegst du System. vielleicht Im Grunde müsste repariert. man, das als manuelles System umschalten. Genau. Deswegen, dass man Knöpfe drücken müssen oder so. Die hier Ja. funktioniert zum Teil, obwohl die schon ein paar Schilder hat, dass keine Glock erlaubt ist. Aber die geht trotzdem witzigerweise. Nur, Ja, nur. im Grunde ist es ja keine Clock, sondern ein Sensor. Ja, der erkennt es aber so, der Server, das Ja. ist echt doof. Naja. Das ist ein bisschen scheiße. Aber wir haben eh hier schon viel Zeug gefarmt, also ist alles Ja. fast voll. Oh, Im Grunde kann man das leer! ja alles auf manuell. Im Grunde kann man das eigentlich optimieren, weil die verbinden sich ja dann immer nach links und rechts. Und da wachsen die ein bisschen komischer. Das zeige ich dir demnächst mal von oben, weil ich kann mich ja da hoch, also ich kann ja auch hochflangen. Genau, wie ihr sehen könnt, der Andi, der hat ja keinen Rang. Das bleibt auch erstmal so, denke ich. Weil den packe ich dann halt an der Hand und trage den rum und so, ne? Fassen den an eine Eier und ziehen irgendwo lang. So, dann eben. Das finde ich aber nicht so geil. Also, Manche jetzt nur stehen in da der noch. Aufnahme gesagt, ne? Da war das wieder was anderes. So, wo gehen wir als nächstes hin? Oh. In den Shop. Da warst du ja schon zum Teil, ne? Ich Ja, zeig dir mal da bin jetzt die ich. tollen Sachen hier. Da bin ich rausgekommen. Genau, da warst du ja im Knast. So, wie du sehen Ja. kannst, hier sind überall die Schilder. Ich weiß nicht, ob du das Shop-System schon woanders erkennst. Das Shop-System habe ich ein bisschen kennengelernt. Ich habe hier so ein paar Minuten draufgespielt schon. Achso. Also ich habe damals schon, ich glaube in der 1.8 war ich auch schon mal auf den Servern eine Ach Weile. cool, genau, da gab's das Ja. auch schon. Ja, aber da Genau. war das noch anders. Da gab es noch den Dorf und da konnte man noch mal die Dorfbewohner Ah, genau. behandeln. Ja. Das war so ziemlich in der Anfangszeit. Keine Ahnung. Hast du schon Ist eine Ewigkeit vor her. mir drauf gespielt, wa? Du sagst es. Ja. Cool. Also da musst du eh kleine Sorgen machen, weil den Shop, den kontrolliere ich. Die Frau hat das Geld. Ja, das ist logisch. Aber ich zeig dir mal, Ja. was Schönes hier so haben. Also die einzelnen Räume zeige ich dir jetzt nicht, weil das ist nur hier, ne, Wolle, Glas, Ja, Stein. Und hier bin ich bin noch nicht mal fertig mit Schilder machen, weiß ich nicht, hier ist Holz. Dann gehen wir ein bisschen hin. Ach nee, da hinten sind die Spawn-Eier, also die Viecher, ne? Zeig ich dir mal, die kennst du, glaube ich, auch noch nicht so. Also Spawner Nein. kennst du schon, aber ne, so im Ja, Shop halt Spoiler nicht. erkennt man. Ich muss bis die Schilder hier wieder setzen, die waren ja von Spooky. Was der ist ja, wie gesagt, nicht mehr da. Und da machen wir dann, dass du vielleicht noch ein bisschen Kohle verdienst oder so, wenn mal was verkauft wird. Jetzt gehen wir zum, ich glaube, das kennst du bestimmt auch schon woanders her, aber hier siehst du es mal live, das so eine Mob-Farm. Ach, wir müssen noch eins höher. Oh, Mapfer. Eine Mob-Farm, genau. Ich will töten. Da kannst du gleich töten. Da sind drei Creeper, drei Creeper-Spawner und ein Zombie-Spawner oben drin. Das zeige ich dir demnächst mal von nahen. Da porten wir dich dann hoch. Da müssen wir Cool. kurz warten, weil hier darf man, glaube ich, bis 14 Blöcke entfernt sein von den Spawnern. Die sind direkt über uns. Und gleich kommen hier Creeper runtergefallen. Da gibt es ein Explodieren Creeper-Süppchen. die nicht? Nö, weil die
durch die Spawner sind die noch gestunt, sozusagen, von, ich weiß nicht, ein paar Minuten. Und dann kannst du töten. Warum kommt denn jetzt hier nichts? Voll der Vorführeffekt. Doch, ich höre schon was. Guten Tag. Und da unten wird das alles aufgefangen, weil noch farmen wir das selber für den Shop. Oh! Ja. Pack dich nicht raus. Ist mir weggepusht. Aber dass nur so wenig hier runtergefallen kam. Eigentlich kommen immer ein paar mehr. Das will heute nicht. Er ist auch noch nicht ausgereift. Das könnte man noch verbessern. Ja. Also kleiner machen, weil du musst hier jetzt mal rumlaufen. Ja, also, das können wir noch. Im Grunde kann man das mit einer Schwemmtechnik machen. Genau, das ist sogar noch cooler. Das wollte ich eigentlich auch haben. Das können wir alles noch machen. Zu zweit. Denn wenn du Ideen hast, kannst du gerne einmal... Oh, der hätte Sand gegeben, Erde gegeben, wenn wir den getötet hätten. Den Explosiven. Ja. Aber er ist einfach explodiert. Die Sau. Ja. Komm, so, mach mal weiter. Genau, komm, wir gehen weiter. Ja. Wir gehen mal zur Achterbahn raus. Die ist noch nicht ganz fertig. Also nichts ist hier fertig. Nichts. Warte mal, das kann man auch so wegschlagen, oder? Ja. Dann mache ich da auch mal was hin, dass da keiner durchkommt hier. Ich habe das noch gar nicht richtig zugemacht. Schade, wir haben keine Lore hier oben. Ich hole mal schnell eine Lore, dann kannst du die mal testen. Yay. Die ist ganz witzig, bloß der Feuerreifen oben brennt nicht. Das ist manchmal hier, wenn der Server restartet wird, dann geht es aus. Das ist voll doof. Das ganze Feuer oder? Ja. Nur auf der Wolle? Das ganze. Nein, alles. Sogar, ich habe doch letztes Mal hier eine Lore unten hingestellt. Die Lore ist kaputt. Jetzt muss ich schon wieder eine basteln oder was? Warte, ich guck mal in dem Kabuff von Spooky. Das ist ja jetzt genau, wir müssen ja sowieso noch ein Zuhause suchen. Du hast noch gar kein Zuhause. Ach scheiße, das kann ich schlafe einfach hier unter der Brücke. Ja, wir müssen erst eine Brücke bauen, Mann. Aber nicht zu Hause. Ey, hier ist echt keine Lore mit dem Glöne. Lore! Ey, du weißt ja, dass ich gestern dass mein Elektriker getwittert habe, ne? Ja. Der kam heute. Und wollte am liebsten gleich wieder gehen. Hat er sich die Haare hier rauft. Ja, wir mussten da zusammen beim Andi zu Hause, muss halt ganz merkwürdig verkabelt sein. Das hat vor, ich glaube, 10, 15 Jahren, keine Ahnung wann das war, hat ein Elektriker mal komplett neue Leitungen verlegt, ne? Und der war halt ein bisschen bekifft, ein bisschen arg bekifft. Und so ist es gekommen, dass die Leitungen alle so scheiße sind und alles. Aber wirklich, fast die ganze Wohnung auf einer einzigen Sicherung hängt. Oh Mann. Ja. Du kannst ja froh sein, dass es nicht ständig... Warte, ich drücke einen Knopf. Warte, ich komme gleich mit. Nein! Ich habe Angst. Das wird voll los. Ich bin genau hinter dir. Oh, das leckt ein bisschen. Nicht wundern. Ich habe Angst vor Höhe. Ich habe Angst vor Frauen. Hui! Beides ist in deiner Nähe. Oh, shit. Ich glaube, ich gehe in den Keller. Und jetzt darfst du dich nicht bewegen beim Fall, sonst landest du im Baum. Ich mag genau, den Keller, den müssen wir unbedingt dicht machen. Ui. Jetzt geht's leckt's da unten. Oder bei mir leckt's. Nee, das war bei mir. Oh, bei mir leckt's gerade. Ich glaube, ich habe einen DC. Passt mich noch? Ja. Ah ne, ich bin unten. Was war das denn für ein Riesenleck? Ich bin gar nicht quer gefahren. Und vor allem, ich habe beide Loren in der Tasche. Wie geht das denn? Wie bitte? Mach mal den Schall aus. Was hast du gesagt? Du hast sogar noch eine dritte Lore. Ach, die stand hier unten, Mann. Aber wie kommen die alle in mein Inventar? Ich hab sie kaputt gemacht. Ach ja. So hat sich drauf gesetzt. Was war das denn für ein Riesenleck gerade? Das kann... Moment, dann, also Schleichwerbung. So, dann jetzt zeigen wir dir, wenn wir schon mal hier sind, den Weihnachtsmarkt, den verbessern wir denn dieses Jahr, weil der muss höher gebaut werden, eine Etage. Irgendwas fehlt hier, ein Zaun, ja. Hier war eigentlich Rudi das Schaf, dann das haben wir jetzt erstmal woanders reingesperrt. Oh, ist das ein Regenbogenschaf? Ja. So ungefähr. Bloody Rainbow. Genau, hier ist das Weihnachtsgewinnspiel stattgefunden. Also so interessant ist es nicht. Aber was lustig ist, dass wir das jetzt kombiniert haben mit der Achterbahn. Das war so praktisch. Ist per Zufall entstanden. Mm. Wir sind da oben runtergefallen und hier gelandet, weißt du? Und dann haben wir das einfach miteinander verbunden. Oh, warum nicht? No, komm, dann gehen wir gleich zum See hier. Den haben wir erst vor kurzem gemacht. Da kannst du ja auch, falls dir noch was einfällt, was man bauen kann. Da hinten ist eine Bar, die ist noch nicht ganz... Obwohl, die habe ich eigentlich fertig gemacht. Ey, hier ist eine Hase! Scheiße, hier ist eine Hase ausgebüxt. Stirb!
die droppen übrigens manchmal auch eine Lucky Ho. Die, genau, die wollte ich ja jetzt erklären. Wir gehen mal jetzt zum Rote Bete Feld. Wo bist denn du schon wieder? Ach, hinter dir. So, wir fahren später Boot. Nee, ich war schon baden. Es ist so warm. Na, ich habe reingepullert vorhin. Nee, ich habe ein bisschen das Wasser braun. Wo gefällt. Ist denn diese scheiß Rote Bete Feld? Hier drüben, glaube ich. Und da darfst du jetzt, ach, du hast deine weggeräumt, ne, deine Lucky Ho. Dann mache ich das mal. Damit kannst du nämlich, wenn du mit Linksklick abbaust, kommen da Diamanten. Mhm. Diamanten! Gut. Ah, da wieder. Echt cool. Also damit kannst du Diamanten hier farmen, und, weil die sind nämlich richtig schön teuer hier. Okay. Das ist echt cool. Und die geht dann irgendwann kaputt. Also entweder nach 200 Benutzungen oder halt schon vorher, wenn du Pech hast. Dann kommt ein Emerald raus, einer. Voll toll. Siehst du, so wie jetzt. Perfekt. Wow. Habe ich noch einen Ersatz, ja. Cool, ne? Und dann machen wir den letzten Kack hier. Was ist denn das verzauberte Zombiefleisch? Das ist die kaputte, das ist nur zur Markierung, dass das eine kaputte Lucky Ho ist. Geil, oder? Also im Grunde können die auch direkt kaputt gehen. Ja, nein. Da muss nicht so ein komisches Item dabei sein. Das wäre cool, wenn man damit das abbauen könnte, oder? Aber die Lucky Ho ist doch auch cool. Die Lucky Hoar. So, komm, jetzt zeige ich dir die automatische Weizenfarm. Das müsstest du eigentlich auch kennen, das System. Die ist auch unsere Hasendings hier. Hier farm ich immer eine Lucky Ho. Ganz still und heimlich vor mich hin. Ey, bleib stehen, du hässliches! Also. Genau, das Prinzip müsstest du ja auch kennen. Ausgebrochen. Nicht drauf hüpfen! Denk dran, die rote Beete. Wer springt da ja runter? Na, warte mal, wir jagen mal runter. Wer springt da? Aber die sind, glaube ich, schlauer geworden. Achso, du hast keine Verbrennung, deswegen drauf. So, warte. Das können wir ja auch gleich einmal betätigen, hier die Farm. Weil die ist eh schon fertig wieder mal. Damit farm ich dann immer die Samen, ist, damit wir die hier noch haben. Für die Diamanten. Samen. Die Samen, genau. Jemand da hinten will nicht schwimmen. Hier ist was oben drauf. Sag doch Vorführeffekt hier. Kann ich die wieder ausmachen? Ja. Die darfst du, die bepflanzen wir jetzt, beide zusammenkommen. In der Kiste sind die Samen. Ich hab die Taschen mal wieder voll bis oben hin hier. Eieieiei. Hast du die Samen? Ach, da unten, ja, sind ja auch welche, stimmt. Voll, kaum spiele ich mit dir, sind meine Taschen voll. Oder liegt das wohl? Ja, frage ich mich auch gerade. Achso, das kann höchstens nur in dir liegen. Du bist der Pole hier. Ja, stimmt. Ja. Hast du auch irgendeine Abstammung? Nee, du bist ja nur Barzi, ne? Bayer. Bad? Hey, ich bin ein Franke. Ach, Frank, oh, stimmt, das mögen die ja nicht, wenn die Franken und die Bayer und die Hessen, ne? Die sind ja da ganz eigen. Ja, nee, also, ich. Ein Franke, der lebt zwar schon in Bayern, aber er sieht sich nicht als Bayer. Ist ja wie hier, ne? Die Brandenburger sehen sich auch nicht als Berliner. Die werden immer Berliner genannt, wenn sie Berlinern. Aber wir sind Brandenburger. Brandenburger. Stolz drauf. Manchmal. Brandenburg. So, wo war man jetzt denn? In der Villa? Ja, aber. Ja. Guck mal, unser total fertiggestellter Gehweg. Also auch nichts fährt. Hier siehst du die Baumfarm, ne? Mhm. Das mache ich immer. Damit ist ein bisschen tief, ne? Muss so. Nee, muss so, weil sonst schlägt es oben ganz doll aus. Das ist hier ein bisschen doof. Schon okay so. Hier sind die Ostereier von Ostern. Da war ein Beacon. Hatten wir auch ein Beacon verlost? Ja, das habe ich ja gesehen. Die Folge. Und hier ist die Villa ohne Fenster. Obwohl drüben hat sie welche. Genau. Ich schlag mal ein paar Löcher rein. Dann haben wir Fenster. Ja, die müssen wir demnächst dann einbauen, weil ich finde das ohne Fenster so hässlich. Aber naja, die Decke also habe ich gemacht. Dann ist halt ein Villa-Bunker. Ich bin ja total kreativ, was Inneneinrichtung angeht. Also hier ist auch noch nicht ganz fertig, hier ist ein Fenster hin. Dann machen wir die Kürbisse hässlich weg. Aber die Decke ist schon mal cool geworden. Okay. In einem Keller, genau, das ist dein Zuhause. In der Nähe, hier wohne ich ja im Schloss. Hier ist die Küche, falls wir mal kochen. Doch, das Feuer brennt noch. Das ist das einzige Feuer, was nie aussieht, ne? Hm. Das muss so. Ja, alle gehen aus, alle Feuer. Sogar unser Brunnen, den wir da haben, diesen Feuerbrunnen. Alles geht aus, nur der nicht. Genau, die dritte Etage, zweite Etage, die kommt man nur von außen ran. Das ist unfair. Wann kommt man da von außen drauf? Da ist das Schwedenzimmer, zwinker, zwinker. Ist ja wie ein Puff hier. Das Schwedenzimmer? Wo ist... Ich sehe hier... Auch ohne Fenster noch? Was kommt da? Ja, aber weißt du, was hier fehlt?
Was sind die Tanzstange? Die heißen Steine. Stimmt. Ich will hier eine Sauna haben. Oh, das können wir machen, weil ich habe ja schon mal eine gebaut bei Spooky Family. Haben wir auch eine gebaut. Das stimmt, das hätten wir eigentlich, obwohl dann müssten wir einen anderen Boden machen. Ich glaube, da machen wir das außen noch ran oder oben drauf noch. Und da machen wir eine Sauna rein. Weil hier wäre ja doof, dann müssten wir den Teppich ja wieder rausreißen. Guck mal, da siehst du unseren Folterturm da hinten mit dem Dreizack. Na okay, jetzt ist es ein Fünfzack. Das. Was machst du da? Fünfzack? Hey, da oben. Ich hab Planung geschaut. Hier steht nur ein Dreizack. Das sind fünf, das sieht nur so aus. Das habe ich, glaube ich, fünf. Oder hat das einer abgebaut? Warte mal, nee, sind fünf. Mach mal TPA Sandy Matt, dann kann ich dich noch aufs Dach porten. Dann kannst du dir mal unseren Penis angucken. Penis, Brunnen. Ja, TPA Sandy, gibst du es ein, dann kannst du Tab drücken. Dann ich weiß. Diese scheiß Rollbrettfahrer. Warte, ich mach schon mal ja. Hast du? Ich hab eine Anfrage geschickt. Echt? Bei mir kam gar nichts an. Ups, nee, da ist noch ein anderer gewesen. Mach mal nochmal. Okay. Hätte ich mal Nein drücken. Deswegen, da hatte sich ein anderer noch hier eingeladen, einfach mal. Weiß ihn weg. Da müsste ich die Insel, warte mal, das ist mal anders. IS, Lock. Dann kann ich sie runterschmeißen. Das liebe ich so. So. Jetzt ist es wieder offen. Damit der Shop ohne Sachen verkauft. Das ist unser Penisbrunnen. Den hat das sieht sehr erregiert aus, ja, aber es fehlen noch die Hoden. Ja, die wollten wir nicht ganz so aus, damit es nicht ganz so auffällig aussieht. Weißt du nicht, dass wir nachher gewandt werden? Hier ist unser wird man wirklich wegen Kontinentalspringbrunnen gebannt? Ich weiß es nicht, du. Man wird hier wegen erotischen Bildern echt gebannt, ne? Soweit ich weiß. Guck mal, hier ist unser Imbiss, der ist aber auch noch nicht fertig, weil wieder keine Schilder dran sind. Ist echt doof. Hm. Wir schaffen nichts hier, nichts. No, das ist Disco, Pogo. No. Oh, verdammt, ich. Wir müssen das. Du musst das überdecken. Sonst gibt's wieder einen Content Strike. Geh mal. Genau, stimmt. Du hast es zu original gesungen. Übrigens, wir müssen die Folge erstmal beenden und in der nächsten Folge der Interview weitermachen. Unsere Folge geht immer nur 15 Minutes, weil wir verkürzen die, damit wir immer genug Folgen bringen können. Was machst du? Nicht sterben! Nicht sterben! Ich muss meine Hose wieder anziehen. Was? Vor allem kann ich mich hauen, hier gibt's kein PvP. Ja, dann sagen wir mal danke wieder und bis zur nächsten Folge mit dem Andi, der ist auch dabei. Guck mal in seinem Channel vorbei und lass ihm ein Abo da. Sein Channel ist unten in der Beschreibung verlinkt. Like die Folge, kommentiert die Folge, ach, gibt uns Kohle, keine Ahnung was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.